SendCloud macht dich in vielerlei Hinsicht zum Experten für den Versand deiner Produkte. Sobald du beginnst, deine Logistik zu optimieren und bestimmte Prozesse auf Autopilot zu stellen, sparst du Zeit und machst dein Unternehmen noch erfolgreicher. Du kannst SendCloud verwenden, ohne deinen Online-Shop direkt mit der Plattform zu verbinden. Dann gibst du deine Bestellungen manuell ein. Wenn dir deine Prozesse aber nicht reibungslos und optimiert genug sein können, kannst du mit der Verbindung zwischen deinem Shop und der Plattform von SendCloud enorm viel Zeit und Energie sparen. Sobald die Verbindung steht, werden alle deine Bestellungen automatisch importiert und mit den richtigen Daten versehen, damit du deine Labels ohne große Umwege drucken kannst. Den Integrationen selbst ist dabei keine Grenze gesetzt. Verbinde SendCloud also gerne mit mehreren Shops oder Verkaufsplattformen, damit du all deine Sendungen an einem Ort im Blick behältst. Wähle aus mehr als 50 Plug-and-Play-Integrationen für Shopsysteme wie Shopify, WooCommerce, Marktplätze wie Amazon oder Etsy und sogar Warehouse-Management-Systemen. Du verwendest dein eigenes System? Kein Problem. Verbinde dich einfach über eine API mit SendCloud. Wie genau funktioniert das? Melde dich in der SendCloud-Plattform an und öffne in den Einstellungen die Integrationen. Suche hier nach dem Shopsystem, das du verwendest, und klicke auf Verbinden. Je nach System braucht es dann weitere Schritte. Manche Integrationen fragen dich sofort nach Adressen und Zahlungsdaten. Darauf gehen wir später ein. Sehen wir uns zunächst einmal das Beispiel einer Integration mit einem WooCommerce-Shop an. Gehe in deinem WordPress-Dashboard auf Plugins. Klicke auf Installieren und suche nach SendCloud. Klicke auf Jetzt installieren und dann auf Aktivieren. Öffne anschließend WooCommerce, suche SendCloud und klicke auf Verbinden. Wenn du bereits in deinem SendCloud-Konto angemeldet bist, gelangst du automatisch zur Autorisierung. Wenn nicht, musst du dich zunächst anmelden. Klicke ein letztes Mal auf Verbinden. Jetzt ist dein Shop mit SendCloud verbunden und sobald neue Bestellungen eingehen, werden sie automatisch importiert.